Okay, nochmal guten Morgen auch in der Online-Familie. Herzlich willkommen. Für die, die am Mittwoch da waren, kommt es in Teilen vielleicht bekannt vor. Ich habe meine Botschaft vom Mittwoch ausgeweitet. Und als es darum ging, beziehungsweise als ich den Herrn gefragt habe, Herr, was soll ich sagen? Da hat er mir ziemlich schnell einen Impuls gegeben, dass ich das mit der Gemeinde teilen soll. Offensichtlich ist es Zeit für gemeinsame Durchschlagkraft im Gebet. Ich hatte vor knapp 2 Jahren, also vor Corona, beim Bibellesen in der Apostelgeschichte, ist mir das Gebet der Gemeinde, das hier steht, ab Vers 23, sind mir die letzten Verse quasi ins Gesicht gesprungen. Wir schauen uns das später noch genauer an. Was die Gemeinde da betet, ist mir ins Gesicht gesprungen. Und ich wusste vom Kopf, im Herz sofort, das ist Realität, das brauchen wir. Und ich habe das als Gebetslast angenommen und trage das seitdem. Und es geht in den Versen um tobende und eitle Nationen. Es geht um Könige und um Fürsten, die sich gegen den Herrn und gegen Gottes Ordnungen erheben. Es geht um Chaos und um Tod. Und das ist am Ende in der Kreuzigung des Herrn geendet. Es geht hier um Umbruch, es geht um Erweckung und es geht um die Rolle der Gemeinde, die die Gemeinde dabei spielt. Ich hatte, wie gesagt, den Fokus bisher auf das Gebet, um was die Gemeinde bittet. Da war der Scheinwerfer Gottes drauf für mich und seit ein paar Tagen ist der Scheinwerfer nach oben gerutscht, ein paar Verse. Und als würde er mir sagen wollen, hey, wer betet da? Die Gemeinde. Zu wem sprichst du? Zur Gemeinde. Also teilen wir das heute. Okay, aber bevor wir zu dem Gebet kommen, fangen wir ein bisschen weiter vorne an, damit wir zusammen da ankommen, wo die Gemeinde dann stand in dem Moment. Was war gerade los? Jesus war gekreuzigt worden und ist auferstanden. Jetzt war Gottes Plan offenbar. Gottes Sohn ist gestorben für die Menschen. Sein Blut ist geflossen. Es war jetzt wieder Gemeinschaft möglich mit dem Schöpfer. Jesus war tatsächlich der Messias. Das haben seine Nachfolger jetzt alles verstanden. Das hat sich durch diese Ereignisse an diesen 3 Tagen offenbart. Es ist jetzt alles Realität geworden und für Jesu Anhänger ist alles aus den Fugen geraten. Es war plötzlich alles anders, alles war möglich und die irdischen und politischen Schwierigkeiten und Verwirrungen, die es zu dem Zeitpunkt ja auch gab, die waren jetzt so klein, die hatten Prio minus 100. Ja? Es waren jetzt Sachen wie Ewigkeit, Errettung, Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Das waren jetzt Themen, die dran waren. Okay? Und seine Nachfolger, die Jünger, die hatten jetzt 50 Tage Zeit, um klarzukommen, um ihre Gedanken zu sortieren, um nochmal zu begreifen, um zusammen zu beten, um rauszufinden, hey, was passiert hier gerade? Und dann kam Pfingsten. Gottes Geist kam auf die Erde, wie es angekündigt war von Jesus. Die Jünger und alle, die da waren, haben Vollmacht von Gott bekommen, große Kraft. Und dann haben sie gepredigt und es ist Erweckung passiert. Und es ist alles passiert, was Jesus angekündigt hatte. Es war ja vorher noch sehr, sehr abstrakt für die Jünger. Sie haben ja lang gedacht, dass Jesus ein weltliches Reich aufrichten will, eine Königherrschaft. Aber jetzt haben sie es kapiert. Herrlich, gewaltig und überwältigend. Und das können wir uns für später schon mal merken, dieselbe überwältigende Kraft ist heute noch da. Es hat nichts abgenommen davon, es ist genau dasselbe noch da. Okay, seid ihr so langsam in der Geschichte mit angekommen? Okay, und diese Jünger, die können jetzt nicht anders als loszulegen. Ja? Sie wollen die gute Nachricht verbreiten, sie wollen das Evangelium verbreiten, sie müssen einfach predigen, sie sind getrieben vom Heiligen Geist. Und von der Kraft, dass jetzt alles und jeden, die Umstände und die Menschen verändern kann. Sie wollen das jetzt unter die Leute bringen, mit Kühnheit und mit der Salbung vom Heiligen Geist.
Und die Menschen um sie herum, die werden erfasst und ergriffen von dem, was sie hören, von Gottes Herrlichkeit, von der Kraft der Wahrheit in Christus, vom Evangelium. Und Tausende werden in kürzester Zeit errettet. Da passiert Erweckung. Und die Gemeinde, die hier zusammengekommen ist, die war durch die Vorkommnisse, die da passiert waren, ich meine, das waren dramatische Vorkommnisse, die Kreuzigung, diese komplette Veränderung, die Verfolgung, der Druck von außen. Die Gemeinde war eine eingeschworene Gruppe und alles, was die jetzt zusammen wollten, war, Gottes Plan zu erfüllen und das Land umzukrempeln. Es war Aufbruchstimmung da. Das Opfer am Kreuz, Jesus am Kreuz, dass sein Blut geflossen ist und die Auferstehung, das hat alles umgekrempelt. Und das wollen sie jetzt den Leuten erzählen und sind getrieben vom Geist. Ich lese mal kurz in Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 43. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das müssen wir uns merken. Es geschahen Wunder und Zeichen. Es ist hier die Rede von den Geistesgaben. Die Leute waren erfüllt mit Gottes Geist und Gottes Heiliger Geist hat jetzt durch die Personen gewirkt. Merkt es euch einfach schon mal. Und jetzt machen wir einen kurzen Szenenwechsel. In Kapitel 3 sind Johannes und Petrus unterwegs und sie sprühen vor Offenbarung und vor Erfüllung und vor Kühnheit und Souveränität. Und sie kommen an die schöne Pforte und da sitzt der Gelähmte, der von Mutterleib an gelähmt war. Und diese Offenbarung nach den 3 Tagen, die Auferstehung Jesu, diese komplette Erneuerung und Veränderung, die hat jetzt jeden Kleinglauben und alles von ihnen abgewaschen. Das Blut Jesu hat es von ihnen abgewaschen. Und sie sprechen ohne irgendwie zu zweifeln im Namen Jesus Heilung über diesen Gelähmten aus, der im Glauben empfangen hat. Und er ist jetzt ihr Zeugnis, ihr Zeuge. Sie haben das Wort Gottes gepredigt, es sind Zeichen und Wunder passiert und jetzt gehen sie in die Säulenhalle und können das der Masse berichten. Das Amt des Evangelisten, das ist ein Amt, eine der 5 Dienstgaben, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und einen habe ich jetzt vergessen, Apostel, genau, diese Ämter werden begleitet von Geistesgaben. Und hier waren Johannes und Petrus evangelistisch unterwegs. Sie haben das Wort gebracht von Jesus und die wurden begleitet durch Zeichen und Wunder durch diese Gaben. Warum? Damit das Wort untermauert wird von Gottes Kraft durch seinen Geist. Und durch diesen Zeugen, der dabei war, konnten jetzt viele zum Glauben kommen und wurden errettet. Das Amt des Evangelisten wird immer von Zeichen und Wundern begleitet. Und da kommen wir später noch drauf. Es geht bei diesen Zeichen und Wunder um die Geistesgaben. Und jetzt war alles möglich. 2 Fischer, Leute wie du und ich, haben kühn das Evangelium gepredigt, getrieben vom Heiligen Geist. Und sie haben knallhart gepredigt. So, ihr müsst es mal lesen, beziehungsweise ich lese euch die 2. Predigt des Petrus vor. Es gab da keine Graustufen mehr, es gab kein, ihr könntet jetzt eventuell, wenn ihr wollt, und dann schaut mal, sondern es ging um Ja oder Nein, es ging um Licht oder Finsternis. Entscheidet euch, keine Graustufen mehr. Wir lesen mal in Apostelgeschichte 3, ab Vers 12, ich lese da mal ein Stückchen, so bis 20. Die 2. Predigt des Petrus. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr
überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sendet. Wow, Klartext. Halleluja. Die Leute wussten danach genau, wie sie dran waren. Das war das klare, einfache Evangelium. Und jetzt war klar, ihr müsst euch entscheiden. Ich meine, Petrus hat gesagt, Mörder, ihr habt den Herrn umgebracht. Ihr habt richtig, richtig Mist gebaut. Aber Gott will euch immer noch. Und er ist da. Tut Buße, nehmt Jesu Blut, lasst es auch umkehren. Und dann kommt Erquickung. Also Klartext. Und Jesus und Petrus und Johannes, die strahlen hell. Ja, die sind erfüllt mit dem Geist und geben richtig Gas. Und wo Licht ist, gibt es Schatten. Und sofort kommt hier Widerstand auf. Die Machthaber, die Regierungsbeeinflusser, die fühlen sich bedroht. Ich lese mal in Kapitel 4, Vers 1. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Sie waren empört. Also das war eine rein fleischliche Reaktion. Die hatten ganz einfach Angst um ihre Machtposition. Die hatten Angst, ihre Macht, ihre Kontrolle zu verlieren. Sie hatten Angst, ihre Privilegien zu verlieren. Und ich bin ziemlich sicher, dass einige von denen innerlich gedacht haben, wow, was da passiert, hey, das ist richtig, wir lagen total falsch, das ist Gottes Sohn. Aber das vor anderen zuzugeben, einen Fehler vor anderen einzustehen und dann vielleicht ausgegrenzt zu werden und die Privilegien zu verlieren, das hat sich offensichtlich niemand getraut. Und das wird auch immer schwerer, je mehr man sich der Macht und dem Geld und all diesen Dingen hingibt. Und so wie die Gemeinde vorher, ist auch das jetzt eine verschworene, eingeschworene Gruppe, aber nicht vom Heiligen Geist getrieben, sondern von einem anderen Geist. Und sie versuchen jetzt mit allen Mitteln, die beiden mundtot zu machen. Aber die haben die Rechnung ohne unseren Petrus und Johannes gemacht. Ich meine, Petrus kennen wir inzwischen von seinem Charakter, sein Eiferer. Und wenn er von was überzeugt ist, dann wird es gesagt und getan und dann wächst da kein Gras mehr. Und Johannes, von dem haben wir ja alle so ein bisschen ein weichliches Bild. Aber hey, Jesus nannte Johannes und seinen Bruder Jakobus die Donnersöhne. Das hatte einen Grund. Ja, entweder lag das auch an ihrem Charakter, dass sie auch so Eiferer waren oder an ihren donnernden Stimmen beim Predigen, das weiß ich nicht. Aber diesen beiden Vollgas-Christen will jetzt die Regierung den Mund verbieten. Und das klappt natürlich nicht. Die sind getrieben vom Geist, sie predigen kühn weiter, lest das mal wieder zu Hause, die Apostelgeschichte 4, es ist, da geht's ab. Und sie finden auch nichts an den beiden, weswegen sie verhaften könnten. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man auch als Christ immer seine Meinung Vollgas jedem reindrücken soll. Aber wenn du getrieben bist vom Heiligen Geist, gib Gas, okay? Sie konnten jetzt nicht festgehalten oder verhaftet werden. Die Wahrheit, Jesus, kann nicht als Lüge oder Betrug entlarvt werden, ja? Das geht nicht zusammen. Also haben sie auch nichts gefunden. Und
Jetzt kommen wir so langsam zu dem Punkt, der mich vor 2 Jahren so angesprochen hat. Es ist damals direkt vom Kopf ins Herz und es war klar, das ist Realität. Wir brauchen das heute hier und es ist Gottes Wille. Und wenn das dann bei euch ein Echo erzeugt, dann können wir da übereinstimmen. Petrus und Johannes gehen jetzt zurück in ihre Gemeinde. Wir sind jetzt am Anfang von Kapitel 4. Nein, wir sind bei Vers 23 von Kapitel 4. Und es steht hier, sie gehen zu den Iren. Und da geht mir ja schon wieder das Herz auf. Preist dem Herrn, danke Gott für Gemeinde. Und es ist ganz egal, ob wir jetzt hier sitzen oder ob ihr zu Hause sitzt am Bildschirm. Wir sind eine Gemeinde, wir haben einen Geist, wir sind ein Leib. Und die Kraft der Gemeinschaft, der Heiligen, die dürfen wir nicht unterschätzen. Amen. Und die Gemeinde hier, die begreift das und die spürt, dass jetzt alles andere draußen, dass es jetzt egal ist, das muss jetzt egal sein. Und sie müssen jetzt gemeinsam in der Kraft des Glaubens den Willen des Herrn erbeten. Und wir, die Gemeinde, durch Gebet, wir bringen den Willen Gottes auf die Erde. Wir müssen das tun. Und dieses Gebet, das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an, in einer Sekunde. Ich lese die Verse 23 bis 24,5. Als sie aber, also Petrus und Johannes, entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Die Geschwister hier waren einmütig beisammen. Sie kamen überein, dass diese unsäglichen, menschenfeindlichen Dinge, die da gerade passieren, dass die jetzt, hier, heute keine Rolle spielen dürfen, sondern nur der Herr und Gottes Wille. Die Gemeinde war einmütig im Gebet. Und ich bin mir ganz sicher, dass die vorher nicht nur einmal sich darüber ausgetauscht haben. Was ist jetzt Gottes Wille in der aktuellen Situation? Die haben sich ausgetauscht, die haben gebetet, die haben die Bibel studiert, die haben sich Erkenntnisse darüber gesammelt und die haben in den Büchern im Alten Testament, die denen vorlagen, in Büchern Mose, in Könige, in Chronik, da wimmelt es von Zeugnissen, wie mächtig sich der Herr für sein Volk erweist, wenn man ihn bittet. Amen. Und sie haben das studiert und wir wissen, der Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Zeugnissen, von seinem Wort. Und die Gemeinde wurde eins und sie haben sich ausgetauscht und sie sind zu einem Schluss gekommen. Sie stimmten überein. Es geht hier ganz klassisch um das Gebet der Übereinstimmung, wie wir das aus Matthäus 18,19 kennen. Ich lese es uns kurz vor. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Dieses Einigsein, Übereinkommen, ich finde ein schönes Bild, was es leichter macht, es zu verstehen, ist ein Orchester, ein Symphonieorchester. Ich bin sicher, der ein oder andere kennt das Bild schon. Stellt euch ein Orchester vor mit den ganzen Instrumenten, wenn die zusammenkommen und sich hinsetzen und einfach loslegen. Will ich nicht hören. Das würde quietschen und das funktioniert nicht. Die Instrumente, jeder einzelne für sich, muss sich erstmal stimmen und dann müssen sie sich zusammen aufeinander abstimmen. Sie müssen dieselbe Partitur, heißt das so, spielen, dieselben Notenblätter haben und erst dann wird es eine Melodie, die in Harmonie aufsteigt. Und jedes einzelne Instrument steht für eine unserer Gebetsstimmen. Jeder einzelne von uns muss erstmal wissen, wo stehe ich, was glaube ich. Und dann müssen wir uns darüber auch abstimmen. Und es macht überhaupt nichts, wenn irgendjemand für irgendwas noch nicht den Glauben hat.
Wir alle sind in der Entwicklung, alle, für immer, bis wir irgendwann gehen. Und dann muss man vielleicht einfach mal sagen können, hey Leute, da kann ich jetzt irgendwie noch nichts mit anfangen, kann ich nicht, muss ich erst noch weiter studieren. Gottes Segen beim Gebet. Aber wir müssen uns einig sein. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, wir müssen den Alltag draußen lassen. Wenn wir Gott sein Angesicht suchen, müssen wir den Alltag draußen lassen. Wir alle müssen gerade wirklich, wirklich hart, ganz egal, wo wir gerade stecken, wir müssen gerade alle hart um den Wandel in Liebe kämpfen. Und wir müssen darum kämpfen, sorgt euch nicht zu leben. Das müssen wir versuchen, danach streben, dass wir das hinbekommen. Und wenn wir Gott suchen, dann müssen wir den Schmutz der Welt draußen lassen. Sonst ist unsere Symphonie gestört. Amen. Und die Gemeinde hier, die bringt ihr Gebet jetzt, sie beginnt ihr Gebet jetzt demütig mit Lob Gottes. Sie ziehen ein in den Vorhof Gottes mit Lob und Dank. Und sie bekennen die Macht und die Größe Gottes. Verse 24,5 bis 26. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum tobten die Nationen und sandten eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also sie beginnen mit Lob und Dank und erst dann bringen sie die Tatsachen vor den Herrn. Ich lese gleich weiter, Vers 27 bis 28. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also in den Versen bringt die Gemeinde jetzt die Fakten von Herrn. Sie bitten ihn noch um nichts. Sie bringen ihm die Tatsachen von Herrn. Der Herr kennt die Fakten, okay? Aber er möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen. Er möchte, dass wir herausfinden, was ist hier gerade los? Und zwar im Licht von seinem Wort. Er will, dass wir uns Klarheit verschaffen mit seiner Hilfe, um dann herauszufinden, was sein Wille dazu ist, was Gott dazu sagt, welche Verheißung er hat, die wir dann in Übereinstimmung vor ihm bringen können im Gebet. Vielleicht erkennt der ein oder andere hier die Gebetsanleitung, die Paulus uns ja im Philipperbrief hinterlässt. Das ist in Philipper 4,6. Ich lese es uns kurz vor. Philipper 4,6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Es soll passieren mit Gebet. Gebet bedeutet reden mit Gott. Du bringst die Fakten vor Gott. Herr, du siehst, das und das ist gerade los. Das ist das Gebet, die Fakten. Und das Flehen ist dann die eigentliche Bitte. Herr, ich möchte, dass du das und das und das bitte tust. Und Dank natürlich vorher, natürlich nachher, wenn wir im Glauben gebetet haben und sowieso immer. Amen. Amen. Und das hat die Gemeinde hier gemacht und erst dann bringen sie ihre Bitte vor Gott. Sie wissen aus dem Hören und Studieren von Gottes Wort und von Jesu Leben, das wir in den Evangelien studieren können. Sie wissen, was Gottes Wille ist und können den jetzt kühn vor Gott bringen gemeinsam. Wir lesen die Verse 29 bis 30. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wow, was für eine Bitte
Das war die Bitte, die mich damals so angesprungen hat. Heilungen, Zeichen und Wunder, haben wir da den Glauben für? Das Wort kühn zu predigen, okay, das ist uns, sind wir gewohnt, das ist uns geläufig. Wir beten das für Pastor Gerd, für andere Prediger. Und wir wissen, wie es ist, wenn ein Prediger unter der Salbung inspirierte Worte spricht, kühne Worte spricht. Aber Heilungen, Zeichen und Wunder, das ist den wenigsten von uns vertraut, das kennen wir nicht so. Und es geht hier um die Geistesgaben. Ja? Es gibt 9 Geistesgaben, die Sprachgaben, die Kraftgaben und die Offenbarungsgaben. Ich kann jetzt hier nicht über die Geistesgaben das im Detail erklären. Im 1. Korinther in Kapitel 12, 13 und 14 geht es darum, wenn ihr da nachschauen wollt. Die Apostel waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Gemeinde auch. Sie haben alle Pfingsten erlebt. Aber hier bitten sie darum, eine frische Salbung, eine neue Erfüllung mit Gottes Geist zu bekommen, dass durch diese Menschen dann die Geistesgaben wirksam werden. Ja? Und da muss sich jeder selber prüfen, beziehungsweise noch mal studieren. Wo stehe ich da? Was glaube ich dazu? Die Geistesgaben haben alle ihre Berechtigung und sind genauso wie vor 2000 Jahren verfügbar. Im 1. Korinther 12, Vers 11 steht, dass es ein Geist ist, der das bewirkt und dass er jedem austeilt, wie er will. Also die Geistesgaben sind nicht nur für die 5 Dienstämter, Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter, sondern die stehen jedem geisterfüllten Christen zur Verfügung, ist falsch, weil der Geist teilt aus, wann und wie er will. Die Geistesgaben dienen dazu, Gott zu bestätigen, Gott zu ehren und Erweckung zu bewirken. Wir denken an Petrus und Johannes. Sie haben evangelistisch gepredigt. Und dann sind Zeichen und Wunder durch sie passiert an dem Gelähmten. Und dann konnten die Leute glauben. Und dann ist Errettung passiert. Das spielt zusammen. Und darum bittet die Gemeinde hier. Sie bittet um Zeichen und Wunder durch Gottes Heiligen Geist. Amen. Und ja, Gott will heute noch Wunder tun. Es hat sich nichts geändert in diesen 2000 Jahren. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Denken, ist die Gewohnheit, dass wir das nicht mehr kennen, nicht mehr wissen. Also wir müssen dran arbeiten, uns diesen Glauben zu verschaffen. Und jetzt sind wir doch mal ganz realistisch. Lasst uns Wunder planen. Das ist die Realität. Amen. Und die Gemeinde hier, die weiß das und die glaubt das, sie haben sich das erarbeitet und sie rufen gemeinsam im Einklang zum Herrn. Sie beten Gottes Willen, der niemals leer zurückkommt. Jesaja 55, 11. Wenn wir Gottes Willen beten, kommt er niemals leer zurück. Gott verspricht uns das. Und ich habe heute Morgen vergessen, über mein Bild zu sprechen. Jetzt denke ich dran. Ich habe hier, das ist der Tempel, der zerstörte Tempel des Herkules in Rom. Also hier wurden Götzen angebetet. Und wir lesen den Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Möge Gott die Welt erschüttern, dass Götzen zusammenbrechen und die Wahrheit, Jesus, aufgebaut wird. Amen. Und wenn hier steht, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und das Wort mit Freimütigkeit reden, hier fehlt jetzt Zeichen und Wunder irgendwie, aber wir haben ja gelernt, sie reden das Evangelium in Freimütigkeit und das wird begleitet durch die Geistesgaben, die der Heilige Geist dann bewirkt. Also das können wir sehen, ist da auch passiert. Und sie waren bereits erfüllt am Pfingsten, aber sie haben eine frische Salbung bekommen.
Wir alle wissen, dass wir immer wieder eine frische Salbung uns vom Herrn im Sprachengebet und auch sonst holen können und dass der Herr Entwicklung mit uns machen möchte. Und ich habe das wirklich auf dem Herzen, dass wir uns nach diesen Geistesgaben ausstrecken. So, warum wirken die so wenig? Vielleicht, weil wir die Voraussetzung dafür nicht erfüllen. Aber das ist die Voraussetzung, die biblische. Ich müsste jetzt nochmal schauen, wo es steht, auch im 1. Korinther. Das ist, dass wir danach streben sollen. Strebt danach, steht da. Wir sollen darum kämpfen. Wir sollen nicht nur, wenn es kommt, okay, wenn nicht, backe ich einen Kuchen. So, wir sollen danach streben. Und ich muss da zwangsläufig an Jakob denken, der mit Gott ringt. Ich lass nicht los, bis du mich segnest. Und das ist danach streben. Und Gott will, dass die Geistesgaben wirken. Sein Prio 1 Wille ist die Errettung von Menschen. Und wir brauchen Zeichen und Wunder und Heilungen. Wir brauchen das, weil die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die das Wunder der neuen Geburt noch nicht erlebt haben, die Intelligenzen Gottes Existenz einfach weg. Das sind keine dummen Leute, im Gegenteil. Aber die haben Erklärungen aus der Welt, wissenschaftlich und so weiter. Und da kommt unser einfacher Glaube oft nicht durch. Das Bollwerk ist ziemlich stark. Aber es gibt die Geistesgaben, es gibt Zeichen und Wunder, die Gott tun will. Und wir brauchen die. Wir brauchen Ereignisse, dass den Leuten die Kiefer runterklappen. Und klar ist, das war Gott. Amen. Und es werden sich dann auch nicht alle zu ihm bekehren, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Das war es schon ziemlich. Ich habe das, wie gesagt, damals aufs Herz bekommen und jetzt vor ein paar Tagen war klar, hey, teil das. Es war bisher nicht dran, es ist nicht so, dass ich das weggehört habe, aber der Fokus ist nach oben gerutscht, teil das mit der Gemeinde. Und wenn das bei jemandem ein Übereinstimmungsecho ausgelöst hat, dann reiht euch in die Symphonie ein und lasst uns Gott in Übereinstimmung bitten, dass er es krachen lässt. Ihm zur Ehre und zur Errettung von vielen. Amen. Es ist sein Wille und dann wird es so sein. Amen. Vater im Himmel, herrlicher, heiliger, allmächtiger, großer Gott, wir preisen deinen heiligen Namen. Vater, wir stehen hier als deine Kinder, Könige und Priester, gerecht gemacht durch Jesu Blut. Vater, wir rufen zu dir. Du siehst die Bedrückung im Land und in der Welt. Das ist nicht dein Wille. Vater, wir bitten dich, streck deine mächtige Hand aus. Gib allen Predigern und allen deinen Knechten kühn zu reden. Gib denen eine frische Salbung. Lass sie sprechen, dass es Millionen von Empfängerherzen erreicht. Stell die Frequenz ein, Herr, beim Sender und beim Empfänger. Lass eine frische Salbung fallen. Und Vater, begleite es durch Zeichen und Wunder, Heiliger Geist. Durchforsch unsere Herzen. Du weißt, wer wie zu was bereit ist, wen du wie benutzen willst. Wir strecken uns aus nach dir und wir bitten dich, komm und erfüll uns damit und lass uns deine Diener sein und lass uns immer mehr erkennen, was da dahinter steckt. Gib uns da Weisheit, hilf uns das zu studieren und gib uns Offenbarung, Vater. Und wir bitten dich auch für alle, die jetzt krank zu Hause sind. Vater, offenbar dich denen ganz neu als Gott, der Arzt, sodass sie Heilung empfangen können und im Nu gesund sind. In Jesu Namen. Amen.